Heute schauen wir uns Kantenhobel an. Hallo und herzlich willkommen bei Diktum. Beim Aushobeln entstehen ja sehr scharfe Kanten. Und wenn das Möbel dann fertig gemacht wird, geschliffen und so weiter, wird in der Regel auch die Kante gebrochen. Das macht man ja mit dem Schleifpapier ganz häufig. Aber es gibt auch ganz spezielle Hobel, die nur dafür gemacht sind, eine gerade, rechtwinklige Kante mit einer Phase oder einer Rundung zu versehen. Und die Möglichkeiten, die wir da haben, schauen wir uns jetzt der Reihe nach an. So, der erste Hobel, den wir uns anschauen, ist ein japanischer Kantenhobel. Und im Prinzip ist es ein ganz normaler Hobel, bei dem unten so ein winkelförmiger Anschlag angeschraubt ist. Und das Besondere an dem Hobel ist, dass eine 45-Grad-Kante und eine 60-Grad-Kante da angehobelt ist. Und ich kann jetzt durch Umdrehen dieses Anschlags den Winkel der Phase verändern. Weil nicht immer will man 45 Grad, sondern ja, es gibt auch zum Beispiel, wenn man eine V-Fuge haben will, die Möglichkeit, die etwas spitzer zu machen. Die V-Fuge braucht man, wenn zwei Bauteile flächenbündig zueinander verbaut werden und hier eine Fuge da ist und die Gefahr besteht, dass sich das verzieht oder die Teile bei der Fertigung nicht hundertprozentig flächenbündig zu bekommen sind und man nicht die Möglichkeit hat, es hinterher flächenbündig zu machen, dann betont man diese Fuge, indem man beide Seiten anfasst. Und da bietet sich's unter Umständen auch an, da mal eine 60-Grad-Phase anzuhobeln. Ja. Wie funktioniert das Ganze? Ja, ich hobel eben so lang, bis ich die Breite habe. Also der Anschlag legt bei dem Hobel nur die 45 oder 60 Grad fest, also wie schräg die Phase ist. Die Breite der Phase muss ich selbst erzeugen durch entsprechend häufiges Hobeln. Schlägt ihn gegen den Anschlag an und hobel dann 1, 2, 3 Mal. Und wenn man das an allen Kanten gleich macht, sind alle Phasen gleich groß. Die nächsten beiden Hobel können wir gemeinsam anschauen. Ja, das ist ein ebenfalls japanischer Hobel und ein Nachbau eines japanischen Hobels. Aber im Prinzip funktionieren beide gleich. Ich habe wieder einen im Prinzip normalen Hobel, den ich einstellen kann mit Klappe und so weiter, bis er sauber schneidet. Und hier, der ist geführt, in zwei so Nuten vorne und hinten. Und ich kann ihn seitwärts verschieben. Wozu das da ist, sehen wir gleich. Und die Phasenbreite stelle ich ein, indem ich den Abstand dieser beiden unteren Hölzer an den Schrauben einstellen kann. Ja. Das ist bei dem Hobel genau gleich. Wenn jetzt an der Stelle das Eisen stumpf ist vom Hobeln, dann kann ich den Hobel oben etwas weiter bewegen, zur Seite bewegen und habe wieder ein frisches Stück Klinge und kann das weiter benutzen, bis eben die gesamte Breite des Hobeleisens verschlissen ist und ich nachschärfen muss. Ja, diese beiden Hobel, wie gesagt, da kann ich die Spandicke einstellen und kann eben so oft hobeln, bis ich überall die gleiche Phasenbreite habe, beziehungsweise bei dem, bis er nichts mehr wegnimmt. Da wird, wie gesagt, die Phasenbreite durch den Abstand der beiden Hölzer eingestellt und dann habe ich überall die gleiche Phase. Ja, und die Oberfläche wird entsprechend gut, je feiner ich den Hobel eingestellt habe und je schärfer die Klinge ist. Ja. Da nehmen wir einfach mal eine etwas kleinere Phase, als sie jetzt eingestellt ist. Wichtig ist da bei diesen Hobeln darauf zu achten, dass die beiden Hölzer parallel zueinander stehen, also dass sie nicht schräg sind, dass der Abstand vorne und hinten gleich groß ist. Und da ist auch oben eine Skala aufgebracht, an der man sich orientieren kann. Aber ich mache es meistens nach Augenmaß, dass eben beide Fugen gleich groß sind. Und dann wird wieder gehobelt.
Und zwar so lang, bis der Hobel nichts mehr wegnimmt. Und wenn ich jetzt eine weitere Kante hobeln würde, hobel ja auch da so lang, bis er nichts mehr wegnimmt. Und dann sind überall gleich große Phasen dran. Dann kommen wir zu zwei Hobeln, bei denen die Phase bzw. die Rundung fest eingestellt ist. Das eine ist so ein Ganzmetallhobel. Ja, der sieht ganz interessant aus, funktioniert allerdings außerordentlich gut. Ja, er hat zwei Enden, also ich kann sowohl mit dem Ende als auch mit dem Ende schneiden. Und ich hobel dann auch so lang, bis er nichts mehr wegnimmt. Und dann ist eben die Rundung, die dieser Hobel macht, an der Kante dran. Das sieht dann so aus. Und ich kann auch in beide Richtungen schneiden. Beim Zurückziehen schneide er in die andere Richtung. Und jetzt kommt ein Schwachpunkt dieses Hobels, wird hier sichtbar, da er keine Spandickenbegrenzung hat wie ein normaler Hobel, ja, wo ich ja die Spandicke einstellen kann, ja, indem ich das Eisen weiter raus oder weniger weit raus stehen lasse unten aus der Hobelsohle. Kann es bei ungünstigem Faserverlauf hier zum Ausreißen kommen. Ja? So, also da müsste man aufpassen, dass man immer nur in Faserrichtung schneidet. Bei parallelem Faserverlauf, dann schauen, ob ich eins habe. Hier müsste es eigentlich funktionieren. Ja, kann ich sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung schneiden. Und dann wird so lang gehobelt, bis er nichts mehr wegnimmt. Und dann habe ich hier eine saubere, feine, kleine Rundung da. Der Hobel ist so gefertigt, dass er vorne einen Vorschneider hat und dahinter einen etwas weiter, tiefer rausstehenden Endhobel oder Endschneide hat. Ja, also die vordere Schneide nimmt das Hauptmaterial weg und die hintere glättet dann die Oberfläche. Aber auch da ist man, wenn die Faser ungünstig verläuft, nicht ganz vor Ausrissen dann gefeit, weil auch der nimmt relativ viel weg. Ich kann jetzt da die gleiche Kante wie beim vorhergehenden nehmen, weil hier der macht eine 3 mm Rundung an das Material. Und man sieht, die vordere Schneide nimmt einen sehr dicken Span ab, während die hintere, noch ein bisschen weiter, einen kleinen Span dann abnimmt. Ja, und dann wird die Oberfläche, wenn ich so lange hobel, bis er nichts mehr wegnimmt, schön sauber und glatt. So, und der letzte, den ich jetzt zeigen will, das ist ein ganz besonderer, weil der hat auf der einen Seite eine gerade Schneide und auf der anderen Seite eine gerundete. Und ich kann hier an den beiden Rändelmuttern genau die Dicke einstellen. Und da sind auch Skalen drauf, auf der einen Seite in Inch, auf der anderen Seite in Millimeter. Und ich kann so genau wieder die Phasenbreite bzw. die Größe der Rundung einstellen. Nicht den Radius, aber wie tief die Rundung geschnitten wird. Dieser Hobel hat auch keinen Vorschneider und keine Spandickenbegrenzung. Also um da saubere Flächen zu erzielen, muss man nach und nach immer weiter zustellen, bis man das Maß, das man haben will, erreicht hat. Und wenn überall die gleiche Phase oder Rundung angeschnitten werden soll, muss man sich eben bei allen Kanten rantasten an dieses Endmaß, das man eben erreichen will. Und es wird immer anhand der Skala eingestellt. Ja. Toll ist an dem, dass er Wechselklingen hat. Ja, also ich kann da sogar eine im Hobel verborgen. Und da können wir uns die genau anschauen. Das ist ein Hartmetallblättchen mit zwei geraden Schneiden und zwei runden. Und wenn jeweils eine abgenutzt ist, kann ich das im Hobel umdrehen und habe da noch eine scharfe Kante übrig. Ja. Und wenn ich jetzt auf beiden Seiten Phasen einstellen will, also dass er nicht in die eine Richtung Rundungen schneiden, in die andere Richtung Phase, muss ich einfach ein Blättchen um 90 Grad drehen. Und dann habe ich auf beiden Seiten die gleiche Form.
Dann demonstrieren wir das gleich mal mit der Rundung und ich stelle jetzt da mal so einen halben Millimeter zu. Ja, und da ist eben gerade mal die Kante gebrochen. Und jetzt sieht man, jetzt entsteht hier schon ein kleiner Absatz. Und wenn ich jetzt nochmal auf 3,5 mm zum Beispiel gehe, dann hat man ein kleines Profil sogar angeschnitten. Und wenn ich jetzt ein ganzes Möbel mit diesem Hobel die Kanten abrunden wollte, dann würde ich bei allen erstmal bis auf 3 mm gehen zum Beispiel und dann das Endmaß einstellen und mit der einen Einstellung alle Kanten nochmal nachbearbeiten. Bei der Phasenseite funktioniert es natürlich genauso. Wir haben uns jetzt also die unterschiedlichen Möglichkeiten angesehen, was es da an Kantenhobeln gibt und haben uns die verschiedenen Vorzüge der einzelnen Hobel angeschaut. Links zu allen Hobeln findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren der Hobel und bis zum nächsten Mal bei Diktum.